Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge der HSV-Karriere. Es geht direkt weiter. Wir haben den Saisonstart. Ja, und was sollen wir sagen? Saisonstart, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ganz und gar nicht gut. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Wir hatten Spiele gegen, jetzt muss ich mir überlegen, Frankfurt knapp verloren. Und ja, denn die Klatsche gegen die Bayern, das 6-0, das war natürlich Hardcore. Jetzt kommt Freiburg, die sind auch noch nicht so gut dabei. Die sind auf Platz 10 mit 2 Punkten. Dann haben wir noch Wolfsburg. Ja, die sind auch mit einem Sieg eine Niederlage drin reingestartet. Und dann haben wir noch den VfB Stuttgart. Die sind bei uns auch im Tabellenkeller. Also 3 Spiele, wo wir wirklich was holen können. Und daher wollen wir auch mal direkt reingehen in unser Postfach, weil Leihangebot von Union Berlin für Colin Dagba, das finde ich ja cool, dass da auch Leihangebote da reinkommen. PSG haben wir auf der Scouting-Liste auf jeden Fall, sehr, sehr geil. Würde ich feiern. Okay, der ist jetzt nicht wirklich gut. Ist auch noch sehr jung. Naja, ich habe ihn mal gescoutet. Alexander Meyer ist natürlich, aber damit holen wir uns ein Problem rein, das will ich nicht. Also, aber wir brauchen ja im Moment keinen Keeper. Das ist ja einfach. Wir haben uns mal so ein paar Optionen offen gehalten. Bei ihm hier denke ich mir immer noch so, dass eigentlich müsste man sich den holen, aber dann hat man auch wieder diese Problematik. Also, wir gehen mal direkt weiter. Vielleicht verletzt sich auch jemand und er ist noch auf dem Markt, dann können wir immer noch mal zuschlagen. Aber an sich glaube ich das nicht. Wir gehen rein, Heimspiel gegen Freiburg. Die spielen mit einem 4-4-1-1 oder 4-4-2, je nachdem. Melem wird sich da bestimmt auch irgendwie einreihen oder 4-5-1, je nachdem. Interessante Aufstellung auf jeden Fall. Und wir gehen natürlich wieder mit unserer gewohnten Aufstellung rein, wobei ich jetzt sagen muss, ich würde Königsdörfer mal von Anfang an spielen lassen. Und ja, ansonsten bleibt erstmal alles so, wie es ist. Suhohn soll auch mal Spielzeit bekommen. Ich weiß aber auch noch nicht, wie. Egal, wir gehen rein. Trikots. Schwierig. Oha. Na gut, dann müssen wir es so machen. Ich bin super gespannt. Wir müssen hier echt mal abliefern. Weil nach der ich habe ja aber gesagt, die erste Saison, die war zu gut. Wir hatten zu wenig Probleme. Dass man einfach sagen muss, die zweite Saison, glaube ich, wird die schwierigere. Und ich sage auch, nach wie vor haben wir nichts mit internationalem Geschäft zu tun. Also, hands down. Und dann gucken wir mal, wie wir hier, sag ich mal, performen. Wir spielen in den weißen Trikots, links nach rechts, Freiburg in den ja, grau-schwarzen Trikots. Und wir wollen jetzt hier mal 3 Punkte holen. Oder zumindest die ersten Punkte überhaupt. Aber so natürlich nicht. In echt, wenn das Video online kommt, glaube ich, ist das Pauli HSV Derby schon gelaufen. Jetzt, oh, Bakariata auf der rechten Seite, komm. Oh, das war knapp. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Sorry, wenn die Videos im Moment so richtig unregelmäßig kommen. Ich war das Wochenende weg. Also Donnerstag bis Sonntag war ich einfach weg. Jetzt das letzte quasi. Und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, da genug Videomaterial vorzuproduzieren. Ja, bitte verzeiht mir das. Jetzt Henry, Henri, wie auch immer. Meffert muss da ran. Wir kriegen keinen Zugriff. Oh, abgeblockt. Oh, falsche Richtung. Dicker.
Was ist da bei uns los? Ey, das ist so schlecht. Das ist der absolute Wahnsinn. Da, die Pille, wir kriegen sie nicht raus. Hin und her. Ja. Alter Finne. Also wirklich, wir haben echt ein Problem. Echt ein richtiges Problem. Pressen uns aber natürlich auch schon an. Jetzt wieder über die rechte Seite. Also wenn hier was geht, denn über die rechte Seite von Bakariata. Königsdörfer auf der linken Seite. Hat aber keinen Zielspieler. Ah. Jatta wieder. Hat keinen Zielspieler. Musste er den Weg machen. Sowieso, wir stehen irgendwie. Wir lassen uns zu sehr hinten reindrängen. Ganz merkwürdig. Da muss ich, glaube ich, nochmal an unserer Taktik etwas arbeiten. Boah, da hatten wir Glück. Glatze. Oh, holy shit. Das war die richtig gute Aktion. Richtig gute Aktion. Trotzdem musste natürlich rein. Nützt alles nichts. Nicht ganz schlecht, aber Benesch ist da halt auch nicht der Spieler, den du in der Mitte treffen willst. Boah, alter Schwede. Holy shit. Kontakter von Königsdörfer. Hat wieder kein Spieler, der mitkommt, ne? Gottes Willen, wo geht der denn hin? Beimo. Yes! Oh Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Alter Schwede. Das war hammer knapp. Ehrlich gesagt, habe ich auch gedacht, der Pass kommt nicht an. Krass. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, ich habe auch mal ein bisschen ein paar Schuhe geändert. Erstes Songbook müsste auch geil. Von dem einen oder anderen Jugendspieler und so und auch mal was geändert. Aber jetzt nichts mega krasses. Müssen wir mal gucken bei unserem Megatalenten da, dass wir das dann da zusammen machen. Reiß sehr gut in der Rückwärtsbewegung. Oh. Das war wichtig. Okay. Ja, Jatta. Alle sich davor gestellt. 1:1 in die Halbzeitpause. Das ist... Also dieses Tor hätte einfach nicht fallen dürfen. Das ist einfach so. Ja, 6:5 Schüsse. Ja, wie gesagt. Ich bin mit der Defensivleistung... So wie wir stehen, ehrlich gesagt, nicht zufrieden. Irgendwie sind wir so... Ja, das ist irgendwie komisch.
Glatzel? Oh, wie kann er den denn nicht machen? Atubolu. Eine mega kranke Parade. Hätte ich auch nochmal querlegen können, sehe ich gerade. Obwohl, wäre glaube ich knapp geworden. Interessante Eckball-Variante, dachte ich mir mal. Ein bisschen härter reingezogen da. Wichtig von Schonlau. Einwurf. Sehr, sehr wichtig. Wir wechseln. Ferrei kommt für Benesch. Ich habe einfach mir vorgenommen, ein bisschen früher immer zu wechseln auf den Positionen, dass wir weniger Unruhen haben. Und ja, Ferrei, den von der Bank zu bringen, ist natürlich. Ja. Oh, Gottes Willen. Das war knapp. Nihüs wird jetzt kommen für Meffert. Sie laufen immer wieder sehr früh an, die Freiburger. Jetzt haben wir Platz. Glatzel. Oh, schon wieder Atubolu. Das ist krank. Ah, zu weit auf den Keeper wieder. Oh, was für eine Wahnsinnsgrätsche. Blöde gespielt. Das war so oh. Gottes Willen. Da habe ich mir eingeschissen, ehrlich. So, letzten drei Wechsel. Wir bringen Hoti, Dompe und Katterbach. Jatta geht runter. David und Muheim. 1:1. Nach den Chancen eben gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, glücklich. Königsdörfer. Ah, zu lange gewartet, zu lange gezögert. Da muss Hut jetzt ran. Geil, das war eine wichtige Grätsche. Kann er Königsdörfer mitnehmen? Gute Chance. Ja, Foul Dompe, aber ist okay. Kann er machen, muss er machen. Letztendlich. Gelbe Karte. Ugalde, habe ich noch nie gehört. Sagt mir gar nichts. Hat das so gemacht, ist aber verletzt, muss jetzt raus. Ja, Dompe kann sich die gelbe Karte auch abholen, das ist alles gut. Boah, Reis, Alter, geil. Wie ich sowas feier. So richtig schön reingedonnert. Aber ohne Foul. Das war hart. Ganz, ganz hart. Alter Schwede. Ah, der hat sich auf jeden Fall verletzt. Verletzen wollen wir natürlich keinen. Keine Frage. Aber Gregoritsch, oh, räumt ihn da halt wirklich komplett ab. Also, ich sag mal so. Schiedsrichterin hat nicht gepfiffen. Ob das jetzt wirklich kein Foul war, I don't know. Oh, viel zu kurz, das Ding.
1:1 unentschieden gegen Freiburg. Kann man damit leben? Ich glaube, nach den Chancen ist es, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden. So, wir haben ein Interview nochmal geführt, um so ein bisschen auch zu boosten. Im Moment ist unser Rating exzellent. Mittelfeldplatz sollen wir belegen. Nationalität dem Verein entspricht. Da werden wir irgendwie noch einen deutschen Spieler holen müssen. Das ist einfach ein leichtes Ziel, das müssen wir machen. Von daher. Oh, ein bisschen dunkler hier, viel zu viel Sonnenlicht. Drei Spiele ohne Gegentore in Auswärtsspielen, okay, können wir auch noch schaffen. DFB-Pokal haben wir noch nicht gespielt. 3 Millionen mit Nachwuchsspielern. Da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Vielleicht werden wir auch mal Suhoun jetzt mit reinbringen in das System. Tabelle, wir sind auf dem 17. Platz. Jetzt geht es ins Auswärtsspiel nach Wolfsburg. Die sind natürlich weit vor uns, aber egal. Fokus wird jetzt sein, dass wir mal wirklich ohne Gegentor bleiben. Deswegen, ich werde da ein bisschen was an der Taktik nochmal jetzt umbasteln. Wir sind zu Gast in der Volkswagen Arena in Wolfsburg und die Mannschaft ist schon wieder unzufrieden. Gut, klar, 1 Punkt aus 3 Spielen ist jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir hatten darunter auch Frankfurt und Bayern. Ja, das sind Spiele, die müssen wir nicht unbedingt gewinnen. Bin ich der Meinung. Also bin ich der Meinung, dass wir das nicht unbedingt müssen. Königsdörfer darf wieder beginnen. Ah, erster Abschluss. Dompe nur auf der Bank. Ansonsten ganz normale Aufstellung. Wie bisher auch. Ja, Ferrei, wie gesagt. Oh mein Gott. Die Grätsche war wichtig. Glatzel. Oh, jetzt sind sie richtig offen da hinten. Oh, was für ein Pass. Oh mein Gott. Wie kann ich den so scheiße spielen? Meine Fresse. Glatzel. Ey. Ja, ich weiß, ich schieße den Ball, ne? Aber. Ich habe halt auch das so eingestellt, dass nicht jeder Ball reingeht. Und es ist nun mal so, dass man auch mal vorm Tor verzieht. Das habe ich bei den Gegnern auch so eingestellt. Das habe ich bei mir so eingestellt. Das sind einfach die Regler. Um es so realistisch wie möglich zu machen. Man kann es bestimmt auch noch extremer machen, aber ja, ich glaube, ihr seht das, was ich meine. Wir schießen hier nicht in einem Spiel 18 Tore. Außer die Bayern, die schießen 6 gegen uns. Das ist natürlich hart. Mega Grätsche wieder von Schonlau. David hat jetzt mal ein bisschen Platz, aber wo soll er hin? David macht den Lucio. Na, jetzt fehlt er natürlich hinten. Meffo sichert aber ab. Laszlo jetzt mal vorne durch. Oh, so ein geiler Schuss schon wieder. Und dann, ey, also.
Im Moment muss man sagen, machen wir schon das Spiel. Ah, da pennen wir alle. Da pennen alle. Hartes Einsteigen. Schlechter Ball da. Ganz schlechter Ball. Gut noch geholt. Gelbe Karte noch für Sanchez. Ja. Ja, hat auch keine Chance irgendwie auf den Ball. Danach noch gut verteidigt. Schonlau muss da jetzt runter. Oh, das, ey, Schonlau, Wahnsinn, Wahnsinn. Dass wir für den keine Anfragen bekommen haben, das wundert mich, weißt du? Dass wir für Ferrari 10 Anfragen, sag ich mal, oder 20 Anfragen bekommen, obwohl der eigentlich ja noch nichts wirklich gerissen hat. Vor allem auch so völlig überteuert einfach so. Klar, ist guter Kicker, keine Frage, aber. Das war immer so ein bisschen realitätsfern. Reis jetzt hat die Pille angenommen. Kann er mal wieder machen? Königsdörfer. Ah, in die Mitte gelegt, aber ist ja auf dem falschen Fuß gewesen. Das wäre eine gute Kontermöglichkeit gewesen. 0 zu 0 jetzt in die Halbzeit. Das Ziel mit der 0 steht erstmal. Das war ja eigentlich das Hauptziel. Jetzt müssen wir nur noch Tore schießen. Wir als Auswärtsteam haben auf jeden Fall weniger Ballbesitz, aber die besseren Chancen. Also, im Moment bisher ein gutes Auswärtsspiel. Oha, das Foul da. Gibt nach sich auf jeden Fall noch eine gelbe Karte. Natürlich wieder Schonlau. Oh mein Gott. Das wäre so ein Klassiker gewesen, wenn so ein Scheißding jetzt, so ein Fehler zu einem Gegen. Meine Herren! Also, wir haben jetzt zweite Halbzeit, tun wir uns noch ein bisschen schwer. Jetzt die Chance für Glatzel. Ah, er gibt noch die gelbe Karte für Reis. Ja, völlig zu Recht. Hat er sich verdient. Wir wechseln auch. Benesch geht runter für Ferrei. Der kriegt wieder eine halbe Stunde. Kann auch direkt den Eckball treten. Guter Kopfball da. Also war mal eine Ecke, die besser kam. Boah, Muheim ist da richtig zurückgejoggt, ey. Das ist ja. Das war ja unangenehm. Jetzt hier auf der rechten Seite mit Beimo. Aber sind auch keine Anspielstationen. Ah, schade.
gute Defensivarbeit. Also, das gefällt mir tatsächlich gut. Oh Gott. Das war so unnötig. Was für eine Scheiße. Also so ein Rum... Also, was ist denn mit David los? Alter Schwede. Gut, das kommt davon, wenn du ihn halt nicht machst vorne, denn... Ah, wir wollten doch auch ohne Gegentor bleiben. Also es ist so 0 zu 0 hätte ich mitgenommen. Ist okay, ne? Aber jetzt hier wieder verlieren, das wäre einfach... Ja. Das wäre einfach wieder bitter 1-0 jetzt. Wir wechseln nochmal. Letzte Möglichkeit. Jetzt nochmal Dompe auf links. Dompe. Oh Gott, war der knapp. War der knapp. Nochmal Ferrei. Nochmal die Ecke. Ja, die Ball verloren und dann ist das Spiel gleich vorbei. Ach, hör doch auf. Oh Gottes Willen, die Saison, die macht mich jetzt schon richtig fertig. 6 zu 6, ja, es hätte ein Unentschieden sein können. Dummer Fehler da von David in der Mitte. Lasse ich ihn aber auch, ehrlich gesagt, ziemlich doof ausschauen. Jetzt kommen wir schon wieder die ersten Unruhestimmen. Ja, ein Punkt nach 4 Spielen. Zu wenig. Definitiv zu wenig. Was sind denn die nächsten Gegner? Düsseldorf kommt noch. Die sind überraschend gut gestartet da mit 5 Punkten aus 4 Spielen. Dann kommt Leipzig. Eieiei. Hoffenheim. Dortmund. Ja, es gibt keine leichten Gegner, ne? Gibt es einfach nicht. Nicht in der Bundesliga. Also, ist so krass. Wir gucken mal rein. Ich konnte da gerade sehen, DFB-Pokal. Zweite Runde. Gegen Union Berlin. Natürlich auch gleich. Weißt du, es hätte auch Hansa Rostock, Magdeburg, Braunschweig, Ingolstadt, Osnabrück, Aue oder sowas sein können, ne? Nein! Union Berlin. Okay, es hätte aber auch schlimmer kommen können. Wir gehen auch noch rein in das dritte Spiel hier. Also es wird eine etwas längere Folge, aber ich finde, jetzt in so einer Situation hier irgendwie simulieren, macht absolut gar keinen Sinn. Von daher müssen wir uns da selber rauskämpfen. Ich werde jetzt mal Ferrari auf links, Königsdörfer auf rechts stellen. Benesch. Vielleicht Katterbach auch mal von Anfang an. Nee. Das bleibt mal so. Suchen werde ich vielleicht mal ausprobieren, reinzuschmeißen in die Partie. Wir gehen rein. Heimspiel im Volkspark.
Ansonsten Viererkette lasse ich auch so stehen. Das war ja sonst generell nicht schlecht von David. Aber in der Situation lasse ich ihn halt einfach auflaufen und allein. Stuttgart in Rot von rechts nach links, Anstoß und wir im Regen hier im Volkspark von links nach rechts. Also im Grunde genommen hat mir das Verteidigen im letzten Spiel sehr gut gefallen. Meffert kann jetzt mal durchgehen, hat aber keine Anspielstation, hat er aber dafür gut gemacht. Mann, die Pille geht nicht mehr rein. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen, wirklich. Ferrei, den... Ich will den nicht abgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür... Auch dazu mal eure Kommentare, bitte. Einfach mal eure Meinung in die Kommentare. So, was ihr machen würdet mit Ferrei. Freistoß. Vielleicht auch sagen, okay, Ferrei weg. Suhohn denn als Backup-10er. Dann vielleicht einen ablösefreien Tim Skarke holen. Oh mein Gott, ich dachte, jetzt klingelt es hier schon wieder. Oh Gottes Willen. Salem. Königsdörfer? Ah, kriegt die Pille nicht an ihm vorbei. Ah, wie ärgerlich. Denn wäre es sehr interessant geworden. Meffo. Gute Parade da wieder. Ey, wildes Spiel bisher. Wildes Spiel. Wir sind richtig schwammig da hinten unterwegs. Also wirklich wahr. Jetzt mal die Gelegenheit. Ferrei hat jetzt Platz. Das Ding ist, Stuttgart steht... Oh, Stuttgart steht auch sehr, sehr offensiv. Und hat auch Lücken hinten in der Abwehr. Aber... Wir kriegen dies einfach auch nicht genutzt. Sehr, sehr gute Grätsche. Und dann behindern die beiden Vollidioten sich da einfach selber wieder. Der Schuss... Ah gut, der war halt auch nicht mega platziert. Der hätte aber auch mal reingehen können, oder nicht? Also jetzt mal ohne Spaß. Scholau ist natürlich der Richtige für diese Aktion jetzt. Ah, das Beste draus gemacht, glaube ich, was geht. Ja, was für ein Dreckspass. Ferrei ist halt auch kein Außenspieler, ne? Ich würde ihn gerne da einsetzen.
So eine Scheiße hier, wirklich. Also die Saison. Die macht mich fertig. Haut er das Ding da rein, ey. Ja, drittes Tor im vierten Spiel. Der hat einen Lauf. Vielleicht stelle ich schon zur Halbzeit irgendwie was um. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht, wie wir hier eigentlich spielen. Also. So, ich habe umgestellt. Personell bleibt es allerdings erstmal soweit so. Wir haben jetzt aber grundsätzlich einfach mehr Power in der Offensive. Spielen aber mit zwei Spitzen. Aber natürlich kein Foul. Wir wollen jetzt wieder ein bisschen mehr Pressing. Bisschen mehr Druck vorne drauf. Aber es kann natürlich auch gefährlich werden. Oheim jetzt auf links. Ja, es ist einfach ein Stück weit auch zu kompliziert, was wir hier machen. Vielleicht müssen wir gleich doch nochmal irgendwas umstellen, nochmal einen anderen Stürmer bringen oder irgendwas. Das ist, also wir haben aber auch im Moment einfach keinen Erfolg mit dem, wo wir letzte Saison Erfolg hatten, haben wir diesmal, passt es einfach nicht mehr. Jetzt Ferrei. Oh, den kratzt er auch noch raus, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wir kriegen hier das Ding einfach nicht rein. Ah. Gelbe Karte direkt für Otto. Unnötig. Ja, das war unnötig. Klar, die gelbe Karte muss natürlich, hat er sich natürlich absolut zurecht verdient, aber die war sehr, sehr unnötig. Na. Gelbe Karte auch für Schonau jetzt, aber das ist also wirklich, ich bin im Moment wirklich ratlos, was wir jetzt machen sollen. Jetzt David Otto. Eieiei. Also ich muss mir auf jeden Fall was bei unserem Taktikkonzept überlegen. Ah! Und vielleicht auch bei unserem Stürmerkonzept. Also Glatzel hat echt, also ja, Hoti, muss ich aber sagen, gefällt mir mit seinen Zweikämpfen. Also, oha, den hat er weggemäht. Auch die gelbe Karte für Stenzel. Also es wird richtig ruppig gerade in diesem Spiel. Ja, und hier ist das Spiel auch gleich wieder vorbei. Und denn ist das hier die nächste Niederlage?
Und wieder eine 1-0-Niederlage. Das ist echt so bitter. Ja, Blick auf die Tabelle können wir uns, glaube ich, auch gleich nochmal machen. Aber wer ist zufrieden? Linker Flügel aus meiner Sicht mal so. Ja. Okay, da geht der jetzt runter. Ah, hätte ich vielleicht was anderes nehmen sollen. Egal. Gegen Union Berlin, nächste Folge. Die Folge ist jetzt richtig lang. Ich werde das so komprimiert wie möglich schneiden. Wir gucken nochmal auf die Tabelle. Ja, letzter. Ein Punkt aus 5 Spielen. Und das waren wirklich die Gegner, die wir hätten schlagen können. Ja, ganz, ganz bitter. Jetzt kommt Düsseldorf. Dann Leipzig. Und die Hoffenheimer. Interessante nächste Folge auf jeden Fall. Von daher, wir haben nächste Folge viel zu tun. Union Berlin. Denn 3 Bundesliga-Partien. Ja, ich werde aber versuchen, jedes Spiel selber zu spielen, weil ich glaube, im Moment müssen wir uns aus dieser Krise einfach auch rauskämpfen. Wir haben 2 Tore geschossen in 5 Spielen. Also uns fehlt es da irgendwie an, einfach an Durchschlagskraft im Moment. Glatzel ist meiner Meinung nach der beste Stürmer, den wir haben. Aber vielleicht muss auch mal David Otto eine Chance bekommen von Anfang an. Aber ich freue mich wieder auf euren Support. Schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Ich werde an der Taktik wieder ein bisschen umbauen. Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage vielen Dank. Bis dann. Wieder schauen und reinhauen.